Hallo, hallo, hallo. Sportfreunde. Hey, ich habe gedacht, ich mache euch jetzt ganz spontan das Video über wie ich aktiv bleibe in der Ferien. Ich merke, ich muss da ein bisschen näher zu euch kommen, sonst ist das ein bisschen komisch. Und ich habe jetzt gerade das Workout-Video für euch abgedreht. Darum ist es wirklich der perfekte Zeitpunkt für das Video. Also, ich habe mir nicht wahnsinnig viel dabei überlegt. Logischerweise, wenn es spontan ist. Aber ich will euch ja einfach frei von der Leber erzählen und darum passt das eigentlich am besten. Jetzt, ich sage euch zuerst einmal, was ich die Ferien gemacht habe und nachher so ein bisschen meine allgemeinen Tipps. Also, ich muss sagen, in der ersten Woche von unseren Ferien bin ich einmal ins Gym gegangen, im ersten Hotel. Und habe dort ein Workout gemacht, 20 Minuten auf dem Velo und nachher gab noch etwa 10 Minuten, Viertelstunde ein paar Kraftübungen. Aber wirklich, es war ein Training für nichts. Ich hätte es nicht machen sollen. Der Rest der Woche waren wir jeden Tag zweimal am Tag im Meer. Und weil ich ja gewusst habe, ich wollte so ein Video machen wie jetzt, habe ich immer meine Uhr angestellt, um das so ein bisschen nachverfolgen zu können, was wir dort genau gemacht haben. Also im Sinne von, was für ein Puls, Kalorien, sowieso, bla bla bla. Und das, was ich euch sagen kann, ist, wir haben auf die Stunde hochgerechnet etwa 400 Kalorien in diesen Wellen verbrennt. Also wir sind einfach ein bisschen in den Wellen umeinander gekumpelt. Aber ich sage euch, das ist im Fall wirklich ein Grundlagentraining, also ein Ausdauertraining rein vom Puls und von der Kalorienverbrennung her. Also dünkt das wirklich nicht unterschätzen. Und eine Stunde am Tag habt ihr noch schnell, würde ich sagen. Wenn ihr zweimal eine halbe Stunde ein bisschen ins Meer geht, habt ihr das wirklich schnell. Und das, muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich nachher angefangen zu meinem Sport zu zählen oder zu meiner Aktivität. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt die ganze Ferien die Uhr angehabt, weil es mich einfach Wunder genommen hat. Und ich habe immer, ich glaube abgesehen von zwei Tagen bis jetzt, immer 100% erreicht. Und sonst sicher um die 80, 90 herum. Und ich sage euch, wir liegen den ganzen Tag am Pool. Wir laufen einfach immer in unsere Zimmer. Wir laufen zum Essen. Wir sind manchmal noch im Städtchen unterwegs. Also wir nehmen nie einen Buggy oder einen Fahrservice oder so. Außer wir müssen natürlich in die Stadt und dann nehmen wir ein Taxi. Oder den Shuttlebus. Aber es ist wirklich, man kommt noch sehr schnell auf die Aktivität. Nur schon, weil der Puls halt recht hoch ist, weil es so heiß ist. Und das ist natürlich auch streng für den Körper. Dann, die Woche, wo wir jetzt in diesem Hotel da sind, habe ich heute das dritte Workout-Video abgefilmt. Die anderen zwei waren aber recht schnell. Nein, eins ist auch etwa eine halbe Stunde gegangen, stimmt. Das jetzt ist 40 Minuten gegangen und eins ist etwa 12 Minuten gegangen. Das ist auch wieder eigentlich der einzige Sport in diesem Sinn. Wir gehen noch ein bisschen im Pool, aber mehr eigentlich nicht. Es hat recht viele Stege da, wo wir immer laufen müssen, auch zum am Beach runterkommen, weil unser Zimmer ist am Hügel oben. Und das treibt einfach die Aktivität schon recht um. Ich muss sagen, sonst, wenn es darum geht, in den Ferien, so im Allgemeinen, wenn ich mich aktiv halte, ist mit Spaziergängen. Es kommt halt immer darauf an, wo ist man in den Ferien, oder? Ich habe jetzt so ein bisschen davon, sagen wir mal, ich bin in Davos, so ein bisschen im Schnee und so. Sicher mit Spaziergängen, dann logischerweise halt, wenn wir auf die Piste gehen und so, aber das ist schon ja klar. Dann eben probiere ich etwa die auch schnell, nur wenn es 10 Minuten sind, ein Workout zu machen. Das könnt ihr auch im Hotelzimmer machen. Unherzig, wir haben jetzt hier sogar Yogamatten bekommen. Ich könnte jederzeit so ein YouTube-Video nehmen und schnell ins Hotel-Gym gehen, das machen. Eben, auch wenn es nur 10 Minuten sind. Ich müsst das nicht. Ich weiss, es geht euch um das, aber ihr müsst das nicht machen, weil ihr dann einfach Kalorien verbrennt, sondern weil ihr dann euren Körper einfach spürt, weil ihr euch besser fühlt, weil es euch gut tut. Und ich will, dass ihr darum ins Gym geht oder ein Workout macht. Dann eben in der Welle sein, im Pool sein. Vielleicht auch mal das Velo nehmen. Wir haben hier zum Beispiel auch Velo, das wir nehmen könnten.
und etwas machen. Dann gehen wandern natürlich, aber eben, das ist etwas, das planen wir ja dann auch. Aber ich würde wirklich sagen, das, was ich mache in den Ferien, kurz zusammengefasst, um aktiv zu bleiben, ist, ich baue mir überall Aktivitäten einbauen, Alltagsaktivitäten, die möglich sind. Also ich laufe jeden Weg, den ich kann, ich nehme jede Stege, die ich kann, ich schaue, dass ich nicht den ganzen Tag nur am Pool liege, sondern auch mal halt, ja, dazwischen aufstehe. Ich habe jetzt auch gemerkt, wobei es ist eigentlich gar nicht extra war, aber ich habe mega lange ein WC genommen, wo nicht das Nächste ist vom Pool. Und als ich das gemerkt habe, habe ich trotzdem immer noch das WC genommen, weil ich dachte, ich habe wenigstens mal ein bisschen Bewegung, wenn ich vom Liegestuhl aufstehe. Also auch so ein bisschen weitere Distanzen wählen, als ihr eigentlich müsstet. Das ist etwas gleich wie zu Hause, wo man sagt, eine Busstation später einsteigen oder so. Genau, also einfach so ein bisschen, ja, kleine Sachen. Man hat immer das Gefühl, man muss so etwas Riesiges machen, aber es sind wirklich die kleinen Sachen. Und ich kann euch sagen, ich habe in diesen Ferien eben jetzt extra die Uhr abgehalten, um euch ja, auch etwas darüber zu erzählen. Und ich habe jeden Tag sicher um die 2400 Kalorien verbrennt. Und das nur eigentlich grösstenteils mit umeinanderliegen und eben Aktivitäten, die man nicht so merkt. Und ich könnte sogar Janik fragen, wenn er nicht da oben am Schlafen wäre, sogar er hat gesagt, ich sei noch nie so ruhig gewesen in den Ferien wie das Mal. Und trotzdem haben wir so eine hohe Verbrennung. Also macht euch keinen Stress, geniesst eure Ferien. Wenn es euch eine Hilfe ist, tünt euch so eine Uhr zu, wo ihr die Aktivität seht, aber nur, wenn es euch eine Hilfe ist. Wenn es euch unter Druck setzt, ist es ein völlig falsches Tool für euch. Nicht kaufen. Okay? Also, ich hoffe sehr fest, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke vielmals fürs Zuschauen. Tschüss!